Ja, Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 2, meine Lieben. Wir nehmen uns jetzt mal diese Medaille und öffnen uns den anderen Weg, wo wir ja schon die Wolfsmedaille. War das die Wolfsmedaille? Wo kommt die denn rein? Die kommt da rein. Wie kommen wir da jetzt nochmal am schnellsten hin? Wartet mal, wir haben noch gar nicht. Wartet mal. Wir nehmen mal das grüne Kraut mit. Und gucken. Wir waren noch gar nicht unten im Labor, fällt mir ein. Haha, wir waren noch gar nicht im Labor. Da müssen wir ja langsam mal hinkommen, ne? Ach, das war doch die Stelle, ne? What? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich weiß gerade echt nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß. Nee, stimmt. Da müssen wir nicht hin. Oder? So. Ich krieg diesen Scheiß-Schnupfen einfach nicht weg. Das regt mich so auf. Warte mal, ich nehme erstmal die Pistole wieder in die Hand. Weil für Zombies jetzt, wenn jetzt Zombies kommen sollten, Granaten zu verschwenden, wäre Schwachsinn. So. Wartet mal. Ich muss nochmal eben auf die Karte gucken. Darum. Okay. So, war das jetzt? Nee, da war die Leiter. Jo, da liegt einer. What? Jetzt stehen die alle auf? Naja, dann bleibt da stehen. Keine Zeit für euch. Was? So, aber jetzt. Haha! Weg geöffnet. Tadam! Ich frag mich echt, welcher Typ sich sowas einfallen lässt. No. Ihr kriegt mich nicht. Aha. Oh Gott, die Musik. What the? Frag mich, wer so einen Müll baut eigentlich. Naja, kranke Typen, sagen wir es mal so, wie es ist. In diesem Universum. Wo befinden wir uns? Immer noch in der Kanalisation. Wartet mal, ich habe Angst. Warum sage ich den Scheiß überhaupt? Okay, Leon hat das mitgenommen. Ich wette, wir müssen erst den Strom einschalten.
Ach, stimmt ja. Den ist hier schon runtergefahren. Deswegen kommt das, glaube ich, jetzt. Oh nein, und ich bin nicht gut ausgerüstet. Also, eigentlich schon, aber jetzt die Granaten zu verwenden, das wäre Schwachsinn. Oh Gott, was war ich dachte, was passiert denn jetzt? Sherry, you're okay. Sherry, did your mom give you something called G-Virus? Either a vial or a test tube? G-Virus? I've never heard of anything like that before. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. But why would her mom say something like that? Na komm, Sherry. So. Wow. Hat das Spiel einfach mal was übersprungen, wa? So, wir befinden uns kurz. Kurz gesagt. Nein, du sollst die Pistolen nehmen. Achso, ich hätte Dreieck drücken sollen. Ich will nochmal eben gucken, ob hier irgendwas ist. Eine Leuchtrakete. Ich baue etwas, um sie zu zünden. Ja. Passiert da irgendwas? Bei Lien habe ich sie ja auch nicht gezündet. Ich habe jetzt das Feuerzeug auch nicht dabei. Aber so ein Hightech-Ding dann mit dem Feuerzeug anzünden? Jo, ich hasse schon wieder die freudige Superbande. Halten echt mehr aus wie bei dir, muss ich ehrlich sagen. Okay. Oh Gott. Oh, da kommen zwei. Ah, wieder ein Schuss verbraten. War's das jetzt? Ja, die bluten. Blitzwaffe. Jo! Ich wette, der steht auf. Nee, doch nicht. Okay, komm, Sherry. Nein, YouTube, nur weil hier ein Kind vorkommt, heißt das nicht, dass das für Kinder ist. Dieses Spiel ist ab 18. Und mein Kanal ist für Personen. Nur an Erwachsene gerichtet, nicht an Kinder. Gott, wie viel sind denn hier? Oh mein Gott. Ich heb die Blitzwaffe mal auf. Na, kommt ihr oder kommt ihr nicht? Ich wette, wenn ich jetzt rumgehe, wäre ich angesnackt. Ich wusste es! Schieb ab! Oh Gott, und ich bin schon wieder auf Warnung. Na, wo seid ihr? Der blutet nicht. Doch, der blutet. Wisst ihr, wenn's blutet, ist es tot. Gott, wie viele Zombies sind denn hier? Ich muss eh Platz im Inventar machen.
Da, wo ist er? Schnucki, wo bist du? Der kotzt ja. Ey, Junge, wenn du keinen Alkohol verträgst, dann hör auf zu saufen. Gott, ich vergesse jedes Mal, wie hier was ist. So. Blaue Kräuter, aber das ist das falsche Spiel jetzt für blaue Kräuter. Hey. Am besten gleich mal zu Zero rüber switchen. Rüber teleportieren lassen und... Ach, ich kann keine mitnehmen. Okay. Für Billy. Denn Billy ist bei Zero immer noch vergiftet. Ach, jetzt kommt die ja nicht. Kommst du, oder? Wollen Sie die Leiter auch klettern? Natürlich möchte ich das. War jetzt schon das zweite Mal, wo sie nicht mitgekommen ist. Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay, I'll wait here, but hurry back. Si. So, da sehen wir Granaten. Ich werde mal ein bisschen Platz im Inventar machen. Die tun wir erstmal weg. Das tun wir erstmal weg. Also heilungsmäßig muss ich sagen, sind wir endlich gut aufgestellt. Ne? Da steht noch ein Heiltrank. Heilkraut. Säurepatronen, ja, nehmen wir mal mit. Jetzt Kerosingranaten nehmen wir auch mal mit. Ja, und jetzt nehme ich es mit. Und tue es aber gleich in die Kiste. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. what? No. Ich weiß nicht, warum ich das bei Claire nicht so hinkriege mit dem Inventarmanagement, Kistenmanagement. Normalerweise ist das für mich immer, wenn das alles so wild ist, das muss bei mir eigentlich ja alles sortiert sein. Beim Remake fände ich das gut, dass man einfach nur Select drückt und bam, ist alles sortiert. Ja, ich glaube, hier passiert gleich was, glaube ich zumindest. Ja, so, Pistolenmunition, ja. Ach so, Lien ist ja schon runtergefahren. Okay. Eine Fabrikkarte. Wollen Sie sie mitnehmen? Ja. Wartet mal. Wo ist denn hier die Steuerung dafür? Ah, okay. Ich bin gerade leicht erschrocken, aber naja. Okay. Echt jetzt, ich fahre jetzt hier runter. Ich weiß gar nicht mehr. Komme ich mit Claire überhaupt ins Labor? Eigentlich schon, ne? Wo bin ich jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Nein, ich wollte doch auch die Karte nutzen. Da ist eine Kamera, wer auch immer mich beobachtet. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wette, ich darf wieder auf diesem engen Raum irgendwas bekämpfen. Was mir überhaupt nicht gefällt. Hier ist was. Hier blinkt was. Na klar, nimm es doch. Schalterschlüssel mitnehmen, natürlich. Wollen Sie den Monitor einschalten? Ja. Ich sag's doch.
Hallöchen, Popöchen. What the who willst du denn hier? Na, wisst ihr, welcher Gang das ist? Oh, das tut so in den Augen weh. Auf dem Monitor ist nichts zu sehen, ja. Ey, ach so, ich muss rechts vorbei. Der Typ ist nämlich links. Ey, ja, komm, ey, das ist unfair. Komm, du kriegst gleich eine mehr. Holy shit. Was hat er für mich? Servegranaten, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Werden wir gleich mal. Was sind denn das blaue für Granaten? Granaten. Kerosingranaten. Okay, what the fuck, was mache ich hier? Der Mistkerl steht eh gleich wieder auf. Vor allem, der muss ja da durchgekommen sein, wo Cheryl jetzt wartet, ne? Dann hätte der die Eier eigentlich bam. Also, meine Theorie. Wie soll der denn sonst hier hinkommen? Oder da oben durch das Loch oder so. So, jetzt, wo ist denn der Schalterschlüssel? Ne, der Schalter dafür. Okay. Okay. Cherry, du stehst im Weg. Ist dir das eigentlich bewusst? Eine Maschinenkontrolltafel, da ist ein Schlüsselloch. Okay, Cherry, let's go. Vor allem, ne, ich krieg mittlerweile nur noch einen Punch ab und bin sofort verletzt. Ist nicht normal. Echt jetzt? Das kurze Stück kannst du nicht mitkommen? Wollen Sie? Ja. Oh, ich hätte vorher mal gucken sollen. Bisschen Heilung mitnehmen sollen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt auch hier so ein Kampf wie bei Leon kommt. Auf jeden Fall geht's wieder runter ins Labor. Ich sag's doch. Wie wusste ich das, dass wieder so ein Kampf kommt? Don't worry. Just wait here. I'll go and see what it was. Aber wenn ich jetzt draufgehe, Freunde, dann darf ich alles nachspielen. So, erstmal gucken. Ist hier was für mich? Nein. So, was sagt die Munition? Wir haben Kransäure. Eigentlich müsste das vollkommen ausreichen. Eigentlich. Ja, 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 ich weiß. Problem ist nur, der ist so groß, der kann das Dach abreißen und ich weiß nicht, ist das Birkin oder ist das der Tyrant? Ich bin nicht entzückt.
Birkin. Okay. In einer anderen Transformationsstufe. Okay. Jawohl, come on. Come on, ja. Komm, sei ruhig so unfair. Und daneben. Du kriegst mich nicht, du Mistvieh. Was war, hat er jetzt mit rechts oder links geschlagen? Ich sehe das nicht. Oh Gott, oh Gott. Der ist Rechtshänder. Und ich bin schon wieder verletzt. Ja, ist klar. Come on. Der springt schon wieder. Lauf, Claire! Wenn ich nicht so oft daneben schießen würde. Oh, wir sind auf Vorsicht, das ist... Oh Gott, daneben! Und das war's, ich darf alles nachspielen. Oh mein Gott. Ich hätte mich mal heilen sollen. Aber ich glaube, das war sowieso die Attacke. Naja, Freunde, ich sag dann mal, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mal eben ein bisschen nachgespielt. Und diesmal war ich so schlau und habe kurz vorher gespeichert, dass falls ich nochmal drauf gehen sollte. Ja, kann ich es nochmal machen. Aber ja. Ich bin mir überlegen, ob ich das dann wieder aufnehmen sollte. Und das dann... Ja, Tür ist zu, ne? So. Ich habe mich auch ein bisschen gerüstet, wie ihr sehen könnt. Ein bisschen Granaten. Und ein bisschen Heilung, ne? Nur ein bisschen, nur ein wenig. Aber ich denke mal, das wird nichts bringen. Hallöchen. Und man kann diese Szenen einfach nicht überspringen. Ich hatte beim Nachspiel jetzt sehr gesehen, waren wieder so viele Szenen dabei, das mit dem Tyrant und so. Ach ja, was soll ich sagen? Man kann das einfach nicht überspringen. Wäre schön gewesen, dann wäre es schneller gegangen. Aber egal, weiter geht's. Nein, 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 nein. Du so nicht, Freundchen. What the? Was das jetzt? Ich glaube, der Mistkerl kommt wieder. Ich gar nicht so viel mitnehmen müssen, wenn es das jetzt schon war. Aber ich glaube nicht. Achtung, der Motor wurde wegen Überhitzung gestoppt. Isn't this? That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Thanks, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Ja, so. Ich finde das cool, dass Sherry auch später nochmal auftaucht, zwar in einem Resident Evil Teil, der nicht gut ist, also den ich persönlich nicht gut finde. Ich hatte echt bei dem Teil, also bei Resident Evil 6 hatte ich echt Call of Duty Flashbacks. Das geht gar nicht. Ich renne da rum und komme mir vor, als würde ich Team Deathmatch spielen oder sowas.
So. Ach, okay. Boah, ich wurde da nicht durchkriegen können. Okay. Ja. What? What the fuck? Oh man, ist das Ding einfach weitergefahren. Ich brauche eine Kiste, um mich anders auszurüsten. Ein Aufzug, allerdings ohne Strom. Jo, sehr gut. Ach, eine funktionierende Tür, sehr schön. Oh, eine Kiste. So. Nur ein grünes Kraut. Ich werde mal. Was mache ich jetzt? Wie mache ich das jetzt am schlimmsten? Am dümmsten. So. Ja, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst auch da rein. Wie mache ich denn das jetzt? Ich würde sagen, ein paar Granaten, obwohl, ey, wir haben da 20 Granaten noch drin. Ja, das sollte so gehen. Das sollte so gehen. Obwohl ich die mir lieber für den Endkampf aufheben würde. Wartet mal, das ist doch eine Kiste, oder? Die kann man doch verschieben, die sieht doch so aus, dann machen wir das eben doch. Ja. Ich wette, die brauche ich noch. Ein Schalter für den Lift. Wollen Sie ihn betätigen? Natürlich. Aber ich benötige eigentlich... sowas wie einen Safe Room, wenn ich ehrlich bin. Wartet mal. War das jetzt schlau, die Kiste mitzunehmen? Ja, ne? Dampft es überall. Ich kenne diesen Raum. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ich guck erstmal, denn die Folge ist nämlich auch schon fast wieder vorbei. Ich brauche unbedingt sowas. Safe Room. Nee, wir fahren wieder hoch. Tschüss. Ich hab's schon gehört. Boah, ich finde, die hören sich viel. Die Licker hören sich viel, viel mehr wie so ein Zombie an. Muss ich ehrlich sagen. Also meine Meinung. Wo ist die Kiste? Die ist wieder da oben. Was hat der denn für mich? Was hat der da? Untersuchungsbericht über P-Epsilon-Gas. Über das P-Epsilon-Gas, okay. Dieser Bericht erfordert sofortige Bearbeitung. Das Gas mit der Bezeichnung P-Epsilon eignet sich laut Untersuchungsergebnis dazu, alle bioorganischen Waffen auszuschalten. Daher wird es als Notfallmittel eingesetzt. Falls es zu einem BOW-Ausbruch kommt, Berichte von früheren Zwischenfällen weisen auf die entfernte Möglichkeit unerwünschter Nebenwirkungen hin. Das Gas P-Epsilon schwächelt nachweislich die Zellenfunktion der BOW. Eine längere oder wiederholte Anwendung kann allerdings zur Bildung von anpassungsfähigen Antikörpern und damit zur Immunität gegen das Gas führen. Außerdem
wurde beobachtet, dass einige Gruppen von POW, ach so, das Gas wie eine Art von Nahrung verwerten, wobei sich die enthaltenen Toxine speichern und gegen Bedrohung als Waffe einsetzen. Daher sollte der Einsatz von PY-Gas auf extreme Fälle beschränkt werden. Wir fordern die Führung dringend auf, den Sinn des installierten PY-Gas-Systems zu überdenken. Es wäre im Interesse der Sicherheit wünschenswert, wenn das sofort geschehen könnte. Sicherheitsabteilung, zweites Forschungs- und Entwicklungsteam. Ende. Na, Mister, stehst du auf? Ah, hier ist doch ein Speicherplatz. Haha. Fahrband. So, Freunde. Aber dann kann ich ja jetzt hier aufhören. Denn ich muss noch was machen. Ich würde ja gerne weitermachen, aber... Guck mal, das ist ja so ein Mutierter. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was ich mit der Kiste hier anstelle. Ah, yo, Freunde. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen... angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil 2. Macht's gut. Ciao.